Wenn ich von Qualifikation spreche, oder man spricht also heute auch im internationalen Sinn, und das ist, glaube ich, eine ziemlich einheitliche Definition geworden, auch von Kompetenz. Das heißt, wir wollen Absolventen schaffen, die qualifiziert sind, die kompetent sind. Unsere Gesellschaft braucht kompetente Bürger. Die Wirtschaft braucht kompetente, qualifizierte Mitarbeiter. Da möchte ich schon darauf hinweisen, dass man heute, glaube ich, nach einer durchaus gängigen internationalen Definition von 4 Komponenten spricht, aus denen sich Qualifikation zusammensetzt. Die erste, sehr oft sehr überschätzte Komponent, ist das Wissen. Das veröffentlichte Wissen in unserer Gesellschaft verdoppelt sich alle 3 bis 4 Jahre. Die Halbwertszeit des Wissens ist 3,5 Jahre. Die Hälfte dessen, was Sie wissen, die Hälfte dessen, was ich weiß, ist nach 3,5 Jahren obsolet geworden. Aber Wissen ist nicht der 4. Produktionsfaktor, Wissen ist der neue Produktionsfaktor. Aber deswegen ist es so schwierig, mit ihm umzugehen. Und wenn wir von Wissen reden, dann müssen wir auch von einer, glaube ich, bildungstheoretischen Unterscheidung sprechen, wenn wir auch über die Halbwertszeit reden, nämlich was ist denn obsolet nach 3,5 Jahren und was nicht, dann spricht man hier in der Bildungsforschung von Orientierungswissen versus Brauchwissen. Ja, Orientierungswissen ist das langfristige, nachhaltige Wissen. Wenn man mich heute, der ich sehr viele Vorträge vor Bildungsinstitutionen halte, und die sind dann natürlich alle böse, dass das Wissen so eine kurze Halbwertszeit hat, und sie dann fragen, na, können Sie mir ein Beispiel geben für Orientierungswissen? Dann sage ich, ja, Latein. Nicht 8 Jahre und nicht alle Verse des Ovid, aber wir haben sehr viele Leute, ich habe also über 20 Jahre im englischsprachigen Ausland gelebt, wir haben sehr viele Amerikaner, Engländer gesagt, du sprichst besser unsere Sprache als ich. Ich habe gesagt, das ist ja kein Wunder, ich habe 8 Jahre Latein gelernt und daher Grammatikstrukturen gelernt, und außerdem ist es mir viel leichter gefallen, sehr viele andere romanische Fremdsprachen zu lernen. Das heißt, die lieben Schüler freuen sich gar nicht über solche Aussagen, weil durchaus die unlustig zu lernenden Sachen eher Orientierungswissen sind. Das sind nicht so die lustigen, so schnell von der Hand gehenden. Ich habe selbst Mathematik studiert, wenn man mich fragt, was ist wichtig am Orientierungswissen der Mathematik, und sage, es ist völlig unwichtig, irgendjemanden Integralrechnung und Exponentialfunktionen beizubringen, weil die macht heute der Computer schon, in ungefähr 5 bis 10 Jahren werden Sie entweder sich einen Chip einpflanzen lassen können oder den am Ohr tragen oder in den Augengläsern oder an der Uhr, der völlig selbstverständlich die notwendigen Informationen via Integralfunktion funktioniert in Ihr Hirn übertragen können. Aber das, was Orientierungswissen an der Mathematik ist, ist die Mengenlehre, ist die Verbandstheorie. Lauter durchaus knochentrockene, sehr nüchterne Sachen, die gar nicht so lustig beim Lernen sind. Also Wissen, Unterscheidung zwischen Orientierungswissen und Brauchwissen. Jetzt machen wir den großen Fehler, dass wir noch immer meinen, dass Brauchwissen in Klassen lernen, jemanden beibringen zu sollen, weil Brauchwissen ist Just-in-Time-Wissen. Und das gehört möglichst schnell sogar entsorgt. Und Brauchwissen besorgt man sich heute über andere Medien als über Klassenlernen. Die Theologen sagen im Übrigen nicht, also die kennen es, ist auch die Kombination, statt Orientierungswissen sprechen die von Existenzwissen und statt Brauchwissen sprechen sie es jetzt von Machtwissen. Aber Wissen wird bei uns noch immer unheimlich überschätzt. Wir glauben, wenn wir es jetzt kompetente Absolventen unserer Schule und unserer Universitäten, und das wissen Sie besser als ich, sonst säßen Sie nicht hier und sonst wäre ich nicht so gerne bei Ihnen zu Gast, dann glaube ich immer, die müssen wir mit Wissen vollstopfen.
Nicht? Und das große Dilemma an unserem Bildungssystem ist, dass wir viel zu viel Wissen, das falsche Wissen, das obsolete Wissen, durchschnittliche Studiendauer an Österreichs Universitäten 7,4 Jahre, Halbwertszeit des Wissens, was haben wir gesagt, 3,5 Jahre. Das heißt, wenn Sie rauskommen, ist das Wissen inzwischen zweimal die Hälfte jeweils davon obsolet geworden. Aber Wissen ist nur eine Dimension, sehr oft überschätzt, weil die zweite Dimension, die ganz entscheidend ist, die heute im internationalen Wettbewerb die viel wichtiger ist. Ich bin also 10 Jahre lang Chef der Company University eines Weltkonzerns gewesen und habe da tagtäglich mit Absolventen von Bildungssystemen aus 37 verschiedenen Ländern zu tun gehabt und habe festgestellt, dass dort, wo gerade unsere mitteleuropäischen Kinder behindert sind, wenn ich das meinen Kindern sage, dann freuen sie die gar nicht. Ihr Schulsystem produziert weniger behinderte Absolventen im Übrigen als sehr viele andere. Aber dann sind wir im gerade internationalen Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Konzert ganz, ganz weit hinten. Weil die neuen notwendigen Skills der Kommunikationsfähigkeit, der Visualisierungsfähigkeit, der Problemlösungsfähigkeit, der sozialen, emotionalen Skills bei uns in hohem Maße unterentwickelt sind. Die dritte Dimension, die dazugehört, aber die man sich nicht nur aneignet, indem man graue Haare oder graue Bärte oder keine Haare mehr hat, also mit zunehmendem Alter, ist die Dimension der Erfahrung. Aber ich kann jetzt durchaus sagen, Erfahrung kriegt man nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern Erfahrung lässt sich antizipieren. Erfahrung, wir wissen das alle, am besten lernen wir bei Trial und Error, nicht? Durch Versuch und Fehler. Und das muss ich durchaus in die Bildungssysteme auch entsprechend einbauen. Und ich kann sehr vieles mit heutigen, ich weiß nicht, Simulationsmethoden, nur ist das nicht möglich. Ich bin ein Jahr lang Chef einer der spannendsten Fachhochschulen in Österreich gewesen. Wir haben den Studierenden Betriebswirtschaft über Business-Simulationsmodelle, die eindeutig beste Art sind, das heißt auch die Auswirkungen des Wirtschaftens darzustellen, das dürfen sie nicht, weil laut Gesetz ist das verboten. Sie müssen sie in den Vorlesungssaal hinstellen und denen erklären, wie, was Gott, was soll und haben ist. Das heißt, Erfahrungen sind ganz entscheidende Elemente. Und das vierte, und da kommen wir natürlich jetzt schon ganz stark zum heutigen Thema, wahrscheinlich das heute am meisten insgesamt zählende ist das, was man in dem englischen Modell der Kompetenz Attitude nennt. Einstellung, Haltung. Und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, nicht wieder an Sie gesprochen, aber ein großes Missverständnis sehr vieler öffentlicher Bildungsinstitutionen, die wir haben, wenn Sie heute einen österreichischen Universitätsprofessor sagen, er soll seinen Studierenden Attitude auch mitgeben, dann würde ich sagen, Entschuldigungsfirmas, was geht mich das an? Und genau dasselbe findet natürlich in sehr vielen anderen Schulformen auch schon statt. Sodass wir ein durchaus ernsthaftes Problem haben. Wir kriegen auch, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung aus 27 Jahre Wirtschaft und durchaus international und durchaus in Managementpositionen spreche, das allerärgste Problem, das wir heute an den Qualifikationen der Mitarbeiter haben, ist nicht mangelndes Wissen. Da haben wir alle dieselben Ausgangspositionen, nämlich 3,5 Jahre Halbwertszeit. Ist Skills zu einem Teil, aber ist vor allem ganz entscheidend die Frage der Attitude. Ich bin vor kurzem mit einem besonders angenehmen Zeitgenossen, dem Zentralsekretär der IG Metall, also der deutschen metallverarbeitenden Gewerkschaft in Wiesbaden auf einem Podium gesessen und der hat mir so ganz stolz, warum mir, verstehe ich nicht, gesagt, wissen Sie, was bei uns in der metallverarbeitenden Industrie in Deutschland das entscheidende Problem ist? 72% unserer Mitarbeiter sind in der inneren Immigration. Ich habe gesagt, das ist traurig für Sie, warum Sie mir das sagen. Die Amerikaner haben einen herrlichen Ausdruck dafür, die sagen, they bring their body but not their mind to work anymore. Nicht? Die schleppen den Kadaver noch immer zur Arbeit, aber 72%, können Sie sich vorstellen, was das für ein Unterschied wäre für unsere Produktivität in der Wirtschaft, für die Wertschöpfung in jeder Gesellschaft, wenn das statt 72% nur 62% oder 52% oder 30% wären?
Und daher möchte ich Ihnen jetzt Eigenartiges sagen, aufgrund dessen Sie mich, wenn Sie mir nicht freundlich gesinnt wären, mich psychiatrieren ließen. Die Wirtschaft ist eine Avantgarde geworden für den Umgang mit Werten und mit Attitude in der Gesellschaft. Jetzt werden Sie sagen, der spinnt. Ne? In Zeiten von Shareholder Economy und von Shareholder Value und alles auspressen. Nein, ich sage Ihnen, die Guten, es gibt in allen gesellschaftlichen Bereichen die Guten und die Schlechten. Die Wirtschaft hat mit Feedbackschleifen, mit Selbstlernmechanismen zu tun, die viel größer und schneller sind als fast alle anderen gesellschaftlichen Institutionen. Der Staat kann Blödsinn machen, so viel er will. Er wird deswegen, ja, dann werden sie bei der nächsten Wahl halt ein bisschen abgewählt. Nicht? Das Bildungssystem ist eines der größten, das öffentliche Bildungssystem bei uns ist eine der größten Schanden und eine der größten Affronts gegen die Bürger dieses Landes. Und die können machen, was sie wollen. Ich sage das dem Herrn Sektionschef für österreichischen Universitäten, dem Herrn Höllinger, der seit 15 Jahren zuständig ist, sage ihm das öffentlich vor 500 Leuten kürzlich, Sie sind der Staatsfeind Nummer 1 in diesem Land, habe ich Ihnen gesagt. Aber Ihnen kann man nichts tun, weil Sie sind pragmatisiert. Ja? Aber das heißt, wenn Sie in der Wirtschaft Fehler machen, dann gibt es sie sehr bald nicht mehr. Dann hat die Feedbackschleife zugeschlagen und sie sind verschwunden von der Landkarte. Daher hat die Wirtschaft viel, viel schneller lernen müssen, hat viel, viel schnellere Feedbackschleifen im Einsatz. Und ich sage das mit besonderer Freude, ich arbeite auch relativ viel mit, was Gott aus dem österreichischen Gewerkschaftsbund, und ich bin kirchlich sehr engagiert, und ich sage denen immer wieder, die schlechtesten Arbeitgeber in Österreich heißen katholische Kirche und österreichischer Gewerkschaftsbund. Weil die manche dieser Feedbackschleifen nicht brauchen. Und daher ist das vernünftige Unternehmen nicht nur ganz entscheidend darauf angewiesen, ob sie die 72% in der Migration der Mitarbeiter auf 62 oder auf 52 oder auf 42 bringen kann. Und das heißt, ein ganz anderer Umgang miteinander. Und ein Unternehmen, das keine Kunden hat, ist auch nicht ein besonders erfolgreiches und langlebiges, sodass sich jetzt, und da werden Sie sich jetzt noch mehr wundern, dass die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden in der Zukunft viel weniger Produktbeziehungen geworden sind. Sie kaufen ein Produkt von mir Unternehmen, weil die Produkte sind vergleichbar. Ob Sie diesen Personal Computer kaufen oder einen anderen, ist im Prinzip völlig egal, weil die alle dieselben Komponenten drinnen haben. Das heißt, durch die Produkte können Sie sich nicht unterscheiden. Da haben wir gesagt, wenn wir uns schon durch die Produkte nicht unterscheiden können, dann wollen wir uns durch die Dienstleistung unterscheiden. Die größte Kommodisierung, die heute stattfindet, findet im Dienstleistungsbereich statt. Denken Sie nur daran, was also ist alles mit New Economy und E-Business und E-Sonstigen möglich ist. Daher, das ganz Spannende und das ganz Interessante ist, das ist das neueste Managementkonzept, sicher das gültigste und wichtigste, das es im Moment gibt. Wir sprechen auf einmal, Unternehmen gründen ihre Beziehungen mit den Kunden auf Werten. Weil nur damit kann ich nachhaltige Beziehungen schaffen und mich auch einigermaßen nachhaltig positionieren. Die McKinsey, sogar die McKinsey, eine nicht besonders wertebezogene Firma, hat schon im Jahr 1982 versucht, dass jedes Unternehmen über die 7S, also peinlich ist, das sind 7 für sie stehende Worte, die halt alle mit einem S beginnen müssen, weil sonst würde man sie sich nicht merken können, nicht? Aber zum Beispiel an erster Stelle stehen die Values, fangen nicht mit S an, deswegen muss man sie Shared Values nennen, nicht? Aber die stehen wirklich ganz entscheidend im Mittelpunkt. Genauso wie Strategie, genauso wie Struktur, wie Systeme, wie Skills, wie die Mitarbeiter und wie der Stil, der sich ergibt. Ein großartiger, der Johnny Jones, hat ein Buch geschrieben,
Das heißt, die Organizational Universe, und wenn wir uns überlegen, wie funktionieren Organisationen heute in jeglicher Hinsicht, nicht nur in unternehmerischer Hinsicht, dann sagt er ganz klar, in der Mitte dieser konzentrischen Kreise stehen die gemeinsamen Werte, der Gründungszweck. Warum sind wir zusammen? Was ist unser DNA? Was sind unsere Gene? Der großartige, wahrscheinlich der weltberühmteste Manager, jetzt geht er demnächst in Pension, der Jack Welch, Chairman von General Electric, hat diese herrliche Sache gesagt. Wie wichtig sind Werte in unserer Organisation? Er sagt, Mitarbeiter, die Ergebnisse bringen, die Zahlen bringen und die unsere Werte teilen, die werden Karriere machen. Mitarbeiter, die Ergebnisse nicht bringen, aber unsere Werte teilen, kriegen eine zweite Chance. Mitarbeiter, die Ergebnisse nicht bringen und die Werte nicht teilen. Easy call, sagt er. Nichts wie weg. Aber das Schwierige sind die, die die Ergebnisse bringen, die so tüchtig sind. Nicht? Aber unsere Werte nicht teilen. Wir werden um sie ringen. Wir werden sie zu überzeugen versuchen. Wir werden uns den Kopf über sie zerbrechen. Und ich sage Ihnen heute eines. Das ist jetzt meine Erfahrung. Das Wichtigste, der wichtigste Grund, warum Mitarbeiter heute einer Organisation nicht angehören können, ist das Nicht-Teilen der Wertebasis. Und ich kenne heute sehr viele Unternehmen, mit denen wir diese ganzen Neuerfindungen der Unternehmen machen. Da muss der neu eintretende Mitarbeiter, der unterschreibt es. Ich habe 6 Jahre in Amerika gearbeitet und für mich war es völlig selbstverständlich, in der ersten Jännerwoche ein kleines Büchel vorgelegt zu bekommen, da steht drauf Code of Business Conduct. Das sind die Werte, wie wir uns alle verhalten werden. Und es ist völlig selbstverständlich, dass man das unterschrieben hat. Und das machen wir jetzt nächsten Montag, große Zitterei, riesiger österreichischer Weltkonzern holt seine 80 Spitzenmanager nach Wien, um denen die neue Wertecharta vorzustellen. Und zum Schluss sind die eingeladen, jeder einzelne von diesen 80 Spitzenmanager dieses weltweiten Konzerns aus 72 Ländern, diese Werte zu unterschreiben. Das heißt, die werden auf einmal wirklich zum Zentrum, auch zum gelebten Zentrum der Organisationen. Und wer das nicht kann, und viele Organisationen werden ihre neuen Top-Manager nach dem Kriterium aufnehmen, kannst du diese Werte nicht. Es ist nicht das Recht eines neu dazugekommenen Managers, seine Werte einzubringen, weil die Werte sind etwas durchaus Gewachsenes und Gestandenes. Das heißt, ich muss eine Wertebasis in der Familie, in die ich hineinkomme, auch durchaus akzeptieren. Das heißt, die Werte werden dann umgeben von Zielen, von Visionen, die sich allerdings davon ableiten und dann von der Struktur. Also wir haben Organisationen viel zu oft nur auf Strukturen und Kästchen in Organigrammen reduziert und dann auf das Klima, das allerdings wieder, wenn Sie so wollen, der Ausdruck gelebter Werte ist. Und da muss ich natürlich schauen, wie das Ganze auch mit dem Umfeld zusammenpasst. Aber in der Mitte dieses Gebildes Organisation, jeglicher Form von Organisation, stehen die Werte. Und wenn Sie diese gemeinsamen Werte nicht haben, dann wird sehr oft dieses Kartenhaus zusammenbrechen. Und das sicher noch viel schwieriger gemacht durch die turbulenten Zeiten, in denen wir uns heute befinden. Nicht? Wir müssen uns alle, ob wir wollen oder nicht, einem Quantensprung in der Veränderung hingeben. In der beruflichen Praxis, in der gesellschaftlichen Praxis, wir müssen uns nicht nur verändern, wir sind von so vielen diskontinuierlichen Veränderungen, Brüchen umgeben, dass auch das kontinuierliche Ändern, sich angleichen, nicht mehr reicht. Und um wirklich die Veränderung auf sich nehmen zu können und zu wollen und sie freudig wahrzunehmen, brauche ich 3 Sachen. Ich brauche eine starke gemeinsame Basis, auf der wir stehen. Der Chef der englischen Olympiamannschaft hat mir einmal gesagt, und ich habe das durchaus für meine Kinder in der Erziehung auch gerne wahrgenommen, gesagt, you must give them the roots to grow and the wings to fly. Die Wurzeln zum Wachsen, die gemeinsamen Werte und die Flügel zum Fliegen. Und das heißt dann als zusätzlich, also gemeinsame Wertebasis, auf der wir stehen, auf der wir auch durchaus also jetzt Turbulenzen aushalten können, weil wir gemeinsam auf dieser Wertebasis stehen. Zweitens,
Amerikas Management Wort des Jahres 1998 das Wort Alignment geworden. Da werden also Statistiken geführt, welche Wörter besonders oft verwendet werden. Und das am meisten verwendete und sinnhafteste war Alignment, Ausrichtung. Ja, das heißt, wir müssen zuerst einmal eine feste Basis haben, dann müssen wir durchaus in dieselbe Richtung schauen. Fliegen, Vogel, Schwarm. Die fliegen in dieselbe Richtung, aber jeder Einzelne darf durchaus ein bisschen Fantasie haben in der Abweichung. Und die dritte Frage ist dann die Frage, wie weit, wohin wollen wir fliegen? Und die dritte Frage ist, wie weit wollen wir uns strecken? Nicht tiptoeing heißt es auf Englisch, sich auf die Zehenspitzen stellen, wie weit, was ist unsere Aspiration, oder das nennt man dann Vision im unternehmerischen Bereich. Das heißt, wenn ich diese gemeinsame Wertebasis nicht habe, kann es nicht funktionieren. Aber Werte werden auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, zum Kern, zum neuen Kern der Kundenbeziehung. Kunden kaufen Wertebeziehungen. Und dieses neue, ganz großartige Konzept, das also ist ein Amerikaner, ein Holländer, erarbeitet haben, Marktführerschaft heißt auf Englisch schon, spricht von der Value Proposition. Was sind die Werte, die Sie den Kunden in Ihrer Beziehung vorschlagen? Schlagen Sie dem Kunden in der Beziehung vor, dass er von Ihnen das beste Produkt bekommt oder es zum besten Gesamtpreis oder zur besten Gesamtlösung bekommt? Und die zwei Amerikaner sagen was ganz was Lustiges. Das muss Ihnen genauso oft passieren, wie es mit mir passiert. Er sagt, jetzt wollen Sie Ihren Kunden einen Wert anbieten und die wollen von Ihnen was ganz was anderes. Sie wollen den Eltern Ihrer Ihnen anvertrauten Kinder besondere Werte anbieten und Sie sind durchaus kantig in Ihren Werten, Gott sei Dank. Ne? Und da gibt es irgendwelche Promis, die würden ihre Kinder halt auch gern, wie sie es da gegenüber nach Karlsburg schicken oder so, interessieren die Werte nicht, aber das ist ja ein Statussymbol manchmal, seine Kinder schon dorthin stellen, hinschicken wollen. Ne? Also es gibt sehr oft grobe Missverständnisse. Ein Kunde möchte etwas anderes von Ihnen haben, als Sie ihm in den Wertebeziehungen anbieten. Ne? Und dann sagen die zwei Amerikaner, sehr lustig, fire your customers, kündigen Sie Ihre Kunden. Bevor die Kunden Sie kündigen, weil langfristig kann das eh nicht gut gehen. Oder aber die positive Lösung davon ist, sagen Sie, pick your customer, suchen Sie sich Ihre Kunden wirklich nach den Beziehungen aus, die Sie denen anbieten. Und daher sprechen die von diesen Value Propositions, entweder der Product Leadership oder der Operational Excellence oder Customer Intimacy. Aber dann müssen Sie sicherstellen, ich meine, vorschlagen kann ich Ihnen leicht was. Nicht? Wenn Sie das nicht als solches wahrnehmen, und Wahrnehmung passiert nicht nur dadurch, dass ich Ihnen jetzt, dass ich da Werbung mache und Ihnen das einmal sage, sondern das können Sie nur aufgrund Ihrer Wahrnehmung meines Verhaltens insgesamt wahrnehmen. Daher sprechen die dann nicht nur von der Value Proposition, vom Vorschlag der Werte, sondern auch von der Value Discipline. Nämlich, wie muss ich mich konsistent, diszipliniert in meinen Werten, die ich den Kunden anbiete, verhalten, damit die das als solches wahrnehmen. Was ist das Wichtigste für ein Unternehmen heute? Das Wichtigste für ein Unternehmen ist die Qualität der Mitarbeiter und ist das Wissen, das sie in dem Unternehmen haben. Wenn Sie sich irgendwo im Finanzwesen auskennen, stelle ich Ihnen die Frage, zeigen Sie mir irgendeine Bilanz, in der die Mitarbeiter drinnen stehen. Jedes Unternehmen sagt, die Mitarbeiter sind uns auch wichtigstes Kapital. Und sagen, Entschuldigung, sagen Sie mir die Bilanz, wo das drinsteht. Ganz im Gegenteil, die stehen auf der anderen Seite, auf der falschen Seite, als Belastung, als Kostenbelastung. Und wenn Sie etwas investieren in das Wissen dieser Mitarbeiter, dann ist das eine Ausgabe gewesen, dann ist es nicht eine Investition gewesen, die Sie getätigt haben. Wir reden heute davon, wenn wir von Wissensmanagement reden, dann reden wir nicht nur von Daten, die zur Information werden, die zu individuellem Einzelwissen werden. Was nützt das Einzelwissen heute, wenn es nicht zum Organisationswissen wird, wenn es nicht zum intellektuellen Kapital wird, wenn es nicht zur
Wisdom wird, zum Paradigma, zum Mindset, zu einheitlichem Verhalten, zu einer einheitlichen auch Wahrnehmung einer ganzen Gesellschaft in Bezug auf die Realität. Wir werden, wenn wir unsere Navigabilität, das ist aus dem Firmware-Kreis heraus kopiert, wenn wir unsere Navigabilität in der Zukunft, die durch Brüche gekennzeichnet ist, bewahren wollen, dann brauchen wir neue Werte. Und wir haben gesagt, wir haben drei Werte, teilweise auch vom großartigen Pater Schasching abgekupfert. Wandel als Wert zu akzeptieren, die Kultur der Grenze zu akzeptieren. Wir haben alle, der Staat, wir, Familien, Gemeinwesen, über unsere Grenze hinausgelebt. Wir müssen wieder innerhalb unserer Grenzen zurückkehren. Und dazu müssen wir wissen, wo sind unsere Grenzen. Und dann werden wir eine völlig neue Kultur des Teilens brauchen. Was hat uns die Ethik dazu anzubieten? Also ganz schnell. Wenn Sie sich anschauen, wie schwierig es geworden ist, das haben sich wirklich die Religionswissenschaftler aus allen großen Religionen zusammengetan und haben also das Projekt Weltethos definiert. Nicht? Was ist denn Religionen allen gemeinsam an ethischen Grundhaltungen und sind auf vier unverrückbare Weisungen gekommen? Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der Ehrfurcht vor dem Leben, auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung, auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit, auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau. Schön, aber wenig als gemeinsame Basis, weil man sich sehr viel auf die Kultur. Nein, dass das sehr vieles noch nicht gelebt ist. Wir machen gerade den Versuch, in der Spurensuche nach einer Wirtschaftsordnung einfach zu sagen, ja, die Logik der Marktwirtschaft ist die einzige, die übrig geblieben ist, nur wenn wir nicht das Ganze ganz stark auch in der Begrenzung, in der Einschränkung, in der Determinierung durch die Werte sehen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Also das will ich Ihnen nicht antun. Der Paul Zulehnan, sehr lieber Freund von mir, hat also jetzt die Wertestudie veröffentlicht, die österreichische, die alle 10 Jahre veröffentlicht wird. Und Sie können da eindeutig feststellen, die Sehnsucht auch unserer lieben Mitbürger, Bürger nach Werteintensität, die Sehnsucht nach Spiritualität, die Sehnsucht nach Sinn ist ganz, ganz klar und stark im Steigen. Der großartige Charles Handy hat ein herrliches Buch geschrieben, das heißt auf Englisch The Hungry Spirit, auf Deutsch die anständige Gesellschaft, wo er nicht zum Beispiel die US National Center for Clinical Infant Programs, nicht? Als die Qualitäten, die ganz wichtig sind für die Kinder in der Zukunft. Confidence in sich selber auch, nicht? Also ein hohes Maß an Selbstvertrauen, Neugierde, Intentionality, also Wille, Meinung haben, zu etwas stehen, Selbstkontrolle, Relatedness in Beziehungen, Beziehungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zu kooperieren. Natürlich ist die emotionale und soziale Intelligenz viel wichtiger geworden. Nicht? Der Charles Handy sagt, dass das Erkennen, das Finden von sich selbst ist viel wichtiger als das Finden der Welt. Sehr lieber Freund von mir, Salzburger Tourismusseelsorger, spricht immer von dem angelernten Wissen, dem falschen, das wir dann noch aufpropfen wollen und noch gegenüber dem angelegten Wissen. In uns ist so viel, in unseren Kindern ist so viel Wissen angelegt, das brauchen wir im Prinzip nur durch entsprechende Formalisierung herausholen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wir auch mit den Kardinaltugenden sehr viel, also wenn ich über Wirtschaftsethik rede, dann meine ich, dass die vier natürlich in der Geschichte sich geschärft habenden Kardinaltugenden durchaus was Vernünftiges sind. Die Klugheit, Starkmut, Gerechtigkeit, Mäßigkeit. Meine Erfahrungen mit der Barmherzigkeit in der Olivetti habe ich Ihnen schon erzählt. Aber eine ganz wesentliche Frage heute ist die Demut aus ihren mittelalterlichen Wurzeln heraus zu übersetzen mit Mut zum Dienen. Demut ist ein Mut.
Wie wir in dieser wilden 68er Generation Studenten waren, dann haben wir gesagt, und ich habe das in keiner einzigen Sekunde meines Unternehmerlebens oder meines Managementlebens bereut, diesen Satz ernst genommen zu haben. Der Kampf gegen die Korruption auch im Kleinen. Nur ja, nicht bei den kleinen Sachen fängt es an und auf einmal fängt die Mauer zum Rieseln an und die Lawine. Tüchtigkeit als Legitimation, aber in dem Sinne zu sagen, ich stelle mich auch den Verpflichtungen an die Organisation. Der Wille zur Transzendenz, zur Transformation ist eine ganz entscheidende Frage gewesen. Leadership, der Henry Kissinger, den würde man das wirklich nicht zumuten, hat einmal so schön gesagt, Leadership is to take people from where they are to where they haven't been before. Nicht mehr. Und dort, wo sie sind, dorthin zu führen, wo sie noch nicht gewesen sind. Aber ich kann sehr oft nicht sagen, wo es hingeht. Und er zitiert den Moses, der auch seinem Volk gesagt hat, folgt mir da, das Meer wird sich schon auftun. Ich führe euch in ein neues, gelobtes Land. Trust, sagt der Peter Tracker, ist der Key Ingredient. Wenn ich dem Leader nicht trauen, vertrauen kann, dann werde ich das nicht tun. Aber diese Fähigkeit, sich auf etwas Neues einzulassen, alte Brücken hinter sich zu lassen, sich fallen zu lassen in die Geborgenheit einer Zukunft. Aber mir ist der inzwischen sehr von seiner Kirche auch gemaßregelte Jesuit Rupert Ley auch sehr wichtig, der gesagt hat, wir haben heute ein Problem, wir haben uns ganz eigenartige materielle Normen von Sekundärtugenden aufzwingen lassen, wie Gehorsam, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit. Alles gut und schön, gegen ist nichts zu sagen. Aber ich brauche ganz dringend dazu in unserer heutigen Gesellschaft die dazu komplementären, sie ergänzenden Primärtugenden. Und das versuche ich immer wieder auch meinen Anvertrauten Kindern und Studierenden und Mitarbeitern mitzuteilen. Zivilcourage muss eine neue Primärtugend werden. Sich gegen allgemeines Vorurteil aufzulehnen. Wobei wir sehr oft in der Wertediskussion eines machen, wir fangen zu früh mit den Werten zu diskutieren an. Dort, wo es noch lange sachliche Argumente gäbe. Wir reden von der Entschuldungsoffensive, ich weiß nicht, ob die heute den Nobelpreis bekommen haben oder nicht, also diese Jubilee 2000 Organisation, wir reden von der völlig selbstverständlich notwendigen Entschuldung der Länder der dritten Welt, aber das ist nicht ein Akt der Gnade, der Werte, die wir durchführen. Das ist eine ganz normale, absolut notwendige, sachliche Wirtschaftstransaktion. Wenn wir Schulden nicht reduzieren, indem wir Schulden abbauen, laufen wir schnurstracks in einen Crash. Wir reden von Ausländerfeindlichkeit oder nicht, indem wir sagen, mein Wert ist, natürlich habe ich lange genug in anderen Kulturen gelebt, um zu wissen, wie wichtig jeder Ausländer für uns ist und wie wir auch in jedem anderen Land Ausländer sind. Aber was wir nicht argumentieren, ist das, wenn wir die Ausländer nicht höchst proaktiv und positiv zu uns hereinlassen und hereinholen werden, wird es niemand mehr geben, der wesentliche Arbeit in unserer Gesellschaft leisten wird und der für unser Aufkommen im Alter zur Verfügung stehen wird. Wenn Italien mit derselben Geburtenrate weiter tut wie jetzt, dann werden sie im Jahr 2080 statt heute 60 Millionen Einwohner, 21 Millionen Einwohner haben. Wir haben genau die Situation, das können Sie also unheimlich leicht nachrechnen. Daher muss ich zuerst einmal, wenn Sie wollen, sachlich argumentieren, dann wird es daher, na gut, mit Herrn Kabas oder mit Herrn Westenthaler können Sie auch sachlich nicht diskutieren. Aber wir müssen es ausschöpfen zuerst einmal, bevor wir dann noch die Werte ins Spiel bringen. Ein ganz wesentlicher Primärtugend ist der kreative Ungehorsam. Wenn es den nicht gäbe, dann wären manche dieser Regimes nicht umgekommen, dann wären manche neuen Gesellschaften nicht zum Durchbruch verholfen worden. Und die Konfliktfähigkeit
Als Fähigkeit, notwendige von überflüssigen, lösbare von unlösbaren Konflikten zu unterscheiden. Überflüssige zu meiden, notwendige Konflikte allerdings lösen und mit unlösbaren leben lernen. Nehmen Sie als die Generation, als die, denen die Generation anvertraut ist in unserer Gesellschaft, unseres Staates, unserer Wirtschaft, diese Tugenden ernst. Helfen Sie uns allen, sie zu leben. Werden Sie zum Vorbild. Freuen Sie sich an Ihnen, weil es ist schön, mit diesen Werten zu leben. Dankeschön. Also ich fand das außerordentlich anregend, was wir vorher gehört haben, und finde überhaupt, dass für Schulen, ob das Waldorfschulen sind oder staatliche Schulen, ist eigentlich gleich dieser Austausch mit kompetenten Leuten, die eben in der Wirtschaft tätig sind, sind außerordentlich lehrreich, und ich durfte da sehr viel auch neu lernen und umlernen, und ein bisschen von diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, möchte ich hier darstellen. Also das eine wäre dieses schöne Wort, wie heißt das da, the roots to grow and the wings to fly. Das ist auch etwa das Thema, das wir verfolgen. Und das andere ist der Kachelofen. Also was muss da angelegt werden in der Erziehung? Ich spreche jetzt halt einfach, ich bin ja auch eine Art Portfolio-Worker, aber doch zu einem gewissen Teil auch noch Lehrer. Ja, also das, die Frage der Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja nicht eine einfache Sache, wie legt man das an in der Erziehung und wie legt man überhaupt Werte an? Was bedeutet das überhaupt? Da ist eigentlich auch ein gewisses, man kann fast sagen, Geheimnis dahinter in jedem Menschen. Also wie kommt einer wie er dazu, in dieser Geradlinigkeit, in dieser Welt, die nicht unkompliziert ist, da hat es einfach verschiedene Dinge. Wie kommt er dazu, das zu machen? Das interessiert mich zum Beispiel. Ich mache ja als ein Teil zum Beispiel Interviews mit Menschen, weil mich einfach interessiert, what makes them tick? Also wie geht das überhaupt? Und dann überlege ich mir immer, was macht eigentlich die Kinder? Wie legt man da was an? Und ich muss gestehen, auch als Vater, ich weiß es eigentlich nicht. Also man raucht nicht, das heißt, die Kinder rauchen dann. Man fährt keine schnellen Sportautos, das heißt, die Tochter fährt jetzt ein schnelles Sportauto und so weiter. Also vielleicht muss man das Gegenteil machen von dem, das man will, aber das ist es ja auch nicht. Das ist klar. Also die Frage ist eigentlich eben mit diesem Anlegen, diese schwierige Frage. Und wir haben auch so Feedback-Schlaufen gemacht. Wir haben diese Evaluationsstudie nach 7 Jahren dieser regionalen Oberstufe, wo ich ja tätig bin, unter anderem, das ist jetzt im 8. Jahr. Wir haben das gegen große Widerstände damals ja aufgebaut. Das sind 3 sehr konservative Waldorfschulen gewesen. Also kein Vergleich zu diesem Sportmodell wie Wien, sondern wir waren sehr, sehr konservativ. Das heißt, das ist wirklich die schönste Barockstadt der Schweiz, Solothurn, Biel, in einer Uhrenfabrik. Wir sind auch in einer Uhrenfabrik drin, in einer ehemaligen. Und dann noch Langenthal. Da, bitte? Ja, eben. Und auch schon die Sprache ist sehr urchig dort. Es sind sehr urchige Menschen. Und doch haben wir eigentlich versucht, aus einem, sagen wir, ein neues Modell zu kreieren, das eben ganz neue Lernmöglichkeiten einschließt, die, wie vorher gesagt wurde, zum Teil entschult von dem, was man normalerweise als Schule versteht. Und ich würde meine Ausführungen so aufbauen, zuerst ein paar grundlegende Gedanken zur Pädagogik und zur Entwicklungspsychologie des Kindes, also eben Kachelofen, was legt man da an, dass es dann überhaupt vielleicht einmal Werte gibt, die man dann nachher in irgendeiner Form dann integrieren kann in der Wirtschaft. Da muss ja irgendwas da sein, die Kinder bringen was mit, aber wenn die Erziehung überhaupt keine Bedeutung mehr hätte,
dann könnte man ja die Schulen total abschaffen, und das glaube ich nicht, dass das richtig wäre, sondern die Schule hat noch eine Aufgabe. Also es wäre der erste Teil ist, wie die Erziehung solche Dinge anlegen kann, die zur Persönlichkeitsentwicklung führen können, mehr so grundsätzlich. Dann das zweite, ich werde Ihnen dann einfach Beispiele vorstellen von diesen 8 Jahren, ich habe Material hier von Jugendlichen, was die da erlebt haben, wie, dass ich denke, sich Werte bilden können in der Begegnung mit der Wirtschaft, also nicht mal primär eben in der Schule, sondern in der Begegnung in den Berufsfeldern, in der Wirtschaft. Und das dritte wäre dann, was wäre möglich dann noch dazu. Also jetzt zuerst einmal vielleicht so mehr von der Entwicklung des Kindes her. Ich habe da mehr diese konventionellen Methoden noch, aber die sind auch, die schätzt man wieder, wie die Handschrift, die schätzt man wieder. Also wenn wir vom ersten Jahr siebtmal ausgehen, oder wenn wir sagen, das kleine Kind, das zeichne ich so eine Art wie Hülle eigentlich drumherum, da muss sich sehr, sehr viel im Kind drin bilden, und die Persönlichkeit, mache ich jetzt mal hier mit P, dass diese Persönlichkeit ist noch sehr, sehr so wie eingehüllt in und auch soll auch in einem gewissen Sinne geschützt werden. Also wir machen das nicht so bei uns in der Schule, dass die dann gerade in Betriebe reingehen, so im Kindergarten und so, das ist klar, sondern die sind eben in einer ganz anderen Lebensphase. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich habe mich sehr auseinandergesetzt und auch engagiert mit dieser ganzen Technologieentwicklung, insbesondere jetzt mit der Computerentwicklung, und stelle da fest, dass eine große Naivität da ist, zum Teil, dass man denkt, je früher, desto besser, das heißt einfach Computer vertraten in den Klassenzimmern und so, und dass man viel zu wenig den Entwicklungsmoment überlegt. Also das heißt, in diesem Jahr siebt gehört eigentlich noch ein gewisser Schutz dazu, die Kindheit soll sich innerlich bilden können und wie Werte überhaupt vermittelt werden können. Ich mache jetzt immer das mit den Werten in einer Farbe vielleicht. Also wie überhaupt Werte sich angeregt werden können, und ich lasse dieses Geheimnis einfach den ganzen Abend so stehen, was ein Kind auch mitbringt an Werten, mache ich jetzt mal hier. Aber ich denke, es ist so, dass das die Werte, die ein Kind mitbringt, oder die, sagen wir jetzt mal, diese inneren Haltungen, die im Kind schon angelegt sind, die brauchen irgendwie auch Anstöße von außen. Also das heißt, dass da wie etwas beginnt zu vibrieren, vielleicht bei etwas, das das Kind mitbringt. Das heißt nicht unbedingt, dass alles schön sein muss, was zum Kind kommt. Das kennt man ja von Biografien, die Kinder manchmal, die auch Schweres durchmachen. Das ist sehr, sehr kompliziert und sehr komplex, und darum sind auch die Eltern ja zum Glück entlastet. Wenn sie schwierige Kinder haben, war mir oft ein Trost bei der Tochter, dass ich wusste, ich bin nicht schuld an allem sozusagen. Oder also in den Teenagerjahren, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass man das einfach weiß, und die bringen was mit, das ist klar. Und das andere ist jetzt eben, dass das, was jetzt von außen dazukommt, nicht direkt einwirken kann. Ich mache das so durch eine Verwandlung, sondern das wirkt durch die ganze Person. Und das, ich mache jetzt ja nicht einen pädagogischen Vortrag über die ersten Lebensjahre, aber einfach, dass Sie das noch einmal dann in der Entwicklung vor sich haben, das geht dann eigentlich durch sehr subtile, ganzheitliche Prozesse eigentlich. Das Kind über die Nachahmung, über das Mitvibrieren sozusagen, wie die Umwelt ist. Und ich sage auch immer, der andere Sohn ist der Computerspezialist jetzt, oder? Aber nicht, weil er jetzt da angefangen hat, als er klein war, sondern das kommt dann später in der Verwandlung. Die beste Vorbereitung für das Informatikzeitalter ist, wenn schon, dann in den Wald zum Beispiel. Also dort wird man dann vorbereitet. Das heißt, zum Beispiel diese Waldkindergärten, nicht die Walddorfkindergärten, die kennen Sie, das gibt es auch, Waldkindergärten, da gehen die Kinder den ganzen Tag in den Wald, ob es schneit, ob es kalt ist, ob es warm ist und so. Und die haben dort auch eine Hülle, keine Betonhülle, oder? Also kein Haus, aber die haben einfach
eine Sphäre mit den Begleitern, und das ist etwas sehr Wichtiges. Dort bilden sich diese Primärsinneserfahrungen, die dann später, wenn man dann einfach in diese ganze virtuelle Welt geht, kann man das überhaupt verbinden, back to the roots, oder the roots, wie wir gesagt haben, the roots to grow sozusagen. Also das wäre jetzt nicht das Hauptthema, aber einfach, dass wir doch sehen, das Kind geht durch Verwandlungen. Das Kind und die menschliche Entwicklung geht durch Verwandlungen. Dann im nächsten Abschnitt, ich nenne es jetzt so ganz klassisch, mit den Jahr 7. Das ist ja klar, dass es nicht mit dem Geburtstag geht, aber einfach, dass man eine Orientierungsgröße hat, dass da schon eine nächste Phase eintritt und dass in der Schule sich da etwas öffnen soll, aber eben noch nicht diese Totalöffnung, zu der ich dann komme in der Oberstufe. Diese teilweise Öffnung, wo wieder hier dieser Persönlichkeitskern ist, hier von dem Kind, und jetzt das hier durch diese Öffnungen, und das ist ja in der anthroposophischen Pädagogik so ausgedrückt, dass eigentlich die Lehrpersonen oder die Erwachsenen, aber insbesondere sagen wir von der Schule, die Lehrpersonen immer ein Stück Welt in das Klassenzimmer reinbringen oder in die Schule bringen. Also vermittelt durch die Lehrperson, vermittelt, und zwar oft im Bilde. Also das geht ja, das wäre jetzt eine ganz andere Schiene sozusagen, diese ganze Bewusstseinsentwicklung, wie das Kind eigentlich da auch noch eine Art wie auch mythisches Bewusstsein hat, Bilderbewusstsein, das sehr viel aufnimmt über die Bilder. Also es geht auch noch nicht so direkt, sondern es wird eben vermittelt eigentlich durch die Lehrpersonen. Das sind jetzt diese Kreise hier. Und das wird dann vermittelt und führt dann zu dieser, vielleicht zu diesem Erwachen von dieser Schrittweise, von dieser Persönlichkeit, die eben da im Kind als Geheimnis sozusagen hier ruht. Und jetzt kommen wir zu dem großen Schritt eigentlich. Und ich denke, dass das noch viel zu wenig auch wahrgenommen wird, auch in den Steiner-Schulen oder Waldorf-Schulen, dass jetzt eigentlich eine Art Revolution kommt, also anthroposophisch gesprochen eine Umstülpung, wenn man das Wort Revolution nicht so gern hat. Das heißt, also das dritte Jahr 7, das ist auch in der Menschenkunde so dargestellt, da sprach damals Steiner in seinen Ausführungen davon, dass da eigentlich eine Art wie Revolte sogar kommt, eine totale Umstülpung. Das heißt, dass das hier, wenn das jetzt noch so zubleibt, dann gibt es wirklich die Revolten in den Schulen. Also dann wird einfach in den Schulen drin revoltiert. Das hält eigentlich ein gesunder Jugendlicher nicht aus. Oder es geht nach innen, oder es führt zu totalen Anpassungen, also aus Angst wegen Abi-Druck oder Maturdruck und so weiter, also dass man dann einfach eben diese Kompromisse dann macht, die vorher erwähnt worden sind. Also jetzt wäre diese totale Umstülpung hier, und dass jetzt hier eigentlich etwas wie sich direkt auch mit der Welt begegnen will oder auch nicht. Manchmal ist es auch Angst. Also es gibt dann verschiedene auch Krankheitserscheinungen, die da auftreten können, wenn das nicht gesund sich entwickeln kann. Es muss sehr gut begleitet werden. Also dieses eigentlich manchmal ein bisschen fast erschreckt Erwachen an der nackten Welt, sagen wir jetzt mal. Also sagen wir jetzt mal das Erwachen oder Aufwachen. Und das hat immer ein bisschen auch ein Schockerlebnis. Und was macht man dann als Jugendlicher? Oft schockiert man dann die Eltern zum Beispiel, weil das hat immer mit den, also man kann das nicht alles mit sich selber abmachen. Man hinterfragt dann alles, man erschreckt über die Eltern, wie dumm sie sind, wie unmöglich die Mutter aussieht und der Vater, dass er der eh, hat man immer gewusst und weiß ich was. Also das ist einfach dieses wie am Morgen, wenn man aufwacht. Es gibt die Morgenmuffel, aber alle, die am Morgen aufwachen, wir alle wachen ja eigentlich doch immer ein bisschen, es ist nie einfach so zu erwachen. Also das ist dieses Erwachen für die Welt, und zwar für die Welt in einer gewissen Form, nämlich nicht einfach die Innenwelt, hier ist viel Innenwelt,
und sozusagen die Werte innen und jetzt diese Werte und die Welt, die man eben außen begegnet. Und vieles ist eigentlich katastrophal, eigentlich, also für den Jugendlichen. 68er, ich zähle mich auch noch zu denen, jetzt auch schon Großvater, aber einfach, man hat da so Jugenderinnerungen, nicht wahr, dass wir doch auch erschreckt waren und haben gesagt, nee, so nicht. Also wir haben da verrückte Sachen gemacht, in der Schweiz auch und so, hat ein bisschen was bewirkt, aber nicht so viel. Darum bin ich ja jetzt letztlich dann auch zur Steiner Schule sozusagen gegangen dann. Also jetzt ist dieses Erschrecken eigentlich oder dieses auch Tumult, ich lese jetzt das nicht vor, Sie kennen ja das vielleicht zum Teil, wenn Sie hier mit der Steiner Schule zu tun haben, von Steiner, zum Beispiel in dem sogenannten Weihnachtskurs führt er das aus, wie eigentlich dieses Innere umgestellt wird und er sagt dann, die ganze Erziehung hier müsse eigentlich das mit in Betracht ziehen, sonst meint man, das sei ein Fehler. Man meint, wenn hier die Revolte losgeht, dass heute sind ja die Jugendlichen sehr gestylt und angepasst und nicht mehr in der Art, es ist eine andere Art, wie sie heute eigentlich das spüren und erleben, es ist anders. Aber es ist immer noch so und man denkt dann irgendwie, da sei irgendwas falsch, wenn das schwierig wird. Aber diese Schwierigkeiten gehören dazu, das Chaos gehört dazu, zu diesem Geburtsprozess, sagen wir jetzt mal. Oder das ist ziemlich hart jetzt hier. Hart für die Eltern, hart für die Lehrkräfte, für die Umwelt und so. Und jetzt, was ist jetzt hier der sozusagen pädagogische Griff? Was ist der pädagogische Griff? Wie kann man dem hier sozusagen, wie kann man das begleiten, wie kann man dem begegnen? Da gibt es natürlich sehr vieles. Ich lege noch Wert darauf, ich bin jetzt hier nicht auf irgendeiner, wie soll ich sagen, Propagandatour für gewisse Modelle oder so, das Jura Südfuss ist das Beste und so. Ich habe mit sehr vielen verschiedenen Schulen zu tun, international. Wir haben ein Projekt das von der deutschen Bundesregierung damals geführt wurde in Kosovo, wo wir gesehen haben, wie das dort ganz andere Umstände sind, hat nichts mit der Waldorfschule zu tun gehabt. Also wir sind das auf einem sehr breiten Spektrum eigentlich. Und doch denke ich, es gibt so gewisse Leitmotive, sage ich jetzt mal, die vielleicht an jeder Schule zu überdenken sind. Nämlich, wie diese Bewegung hier begleitet werden kann zur Welt, sage ich jetzt mal, zur Außenwelt oder mal zur Welt. Das ist eigentlich die Frage, der ich jetzt etwas nachgehe. Und zwar nehme ich jetzt bewusst das Modell von Jura Südfuss, weil das sehr klar ist, sagen wir, als ein Beispiel, sehr radikal in einem gewissen Sinne, wie das man dem begegnet. Also das wäre so ein bisschen der Background von dem Ganzen. Ja, es gäbe natürlich hier viel zu sagen, wie hier schon Dinge angelegt werden in der Begegnung zur Welt. Also es ist ja nicht so, dass hier noch diese Bewegung, diese Hinführung zur Welt, zum Beispiel in der Bauernepoche in den Waldorfschulen, haben wir in der dritten Klasse die Bauernepoche oder die Bauepoche oder man geht irgendwie, macht Aufführungen in Altersheimen und so weiter und das geht ja dann weiter eigentlich, aber kommt dann schon, und das ist jetzt noch nicht der radikale Schritt, ich mache das noch hierhin, sagen wir zum Beispiel in der 9. Klasse die Bauernepochen, nennen Sie das hier auch so, Landwirtschaftsepochen, also dass dann die Schülerinnen und Schüler dann individuell verteilt auf Bauernhöfe gehen oder und dann richtig eben geerdet werden. Man nennt ja das in der Waldorfpädagogik die Erdenreife, die Erdenreifung, reif für die Erde. Also das dann ganz real dann in einem Landwirtschaftsbetrieb, sehr tiefgehende Erfahrungen eigentlich für so Neuntklässler, die das erste Mal weg sind von den unmöglichen Eltern, wo sie immer finden, das ist alles unmöglich, gehen dann auf einen Bauernhof, werden dann 3 Wochen lang integriert in die Familie dort, in die Landwirtschaftsarbeiten und kommen dann wirklich verändert zurück. Ist eigentlich viel zu wenig bekannt, dass die Waldorfschulbewegung zum Beispiel diese Landwirtschaftsepochen schon seit Jahrzehnten eigentlich macht und gerade auch im Zusammenhang mit Ökologie und gerade mit diesem Wert
Werthaltungen oder mit diesem Entwicklung von einer Beziehung. Die Ökologie kommt ja nicht über Folien, wo man zeigt, schaut mal Leute, ihr müsst einfach Sorge tragen zur Natur, sondern es sind einfach diese persönlichen Begegnungen eigentlich. 9. Klasse. Dann habe ich gehört, in Österreich wird das zum Teil auch gemacht, in der Schweiz auch, Deutschland zum Teil auch, die Kleinbetriebe, auch 9. Klasse, dass man dann schon als Neunklässler dann in Kleinbetriebe geht, Erfahrungen macht, 1:1 Erfahrungen dann mit kleineren Betrieben im Umkreis. Das sind zum Teil Schuleltern, zum Teil sind das ganz andere. Das sind so Dinge, die so allgemein, denke ich, gemacht werden in der Waldorfpädagogik und vielleicht zu wenig auch in der Öffentlichkeit bekannt sind, dass das eigentlich doch etwas sehr Interessantes ist. Das wäre 9. Klasse. Dann 10. Klasse, habe ich gehört, auch hier Forstpraktikum wird gemacht, es gibt die Ökologiepraktika, es gibt die Sozialeinsätze, wir haben immer in der 10. Klasse Klassenfahrten, zum Beispiel Rumänien, Spitalaufbau mithelfen oder in andere Länder. Und das sind sehr tiefgehende Erfahrungen eigentlich dann in der 10. Klasse mit diesen Sozialeinsätzen. Und das zeigt jetzt eine Bewegung, wie immer wie mehr eigentlich die Schule zu einem Teil, wie vorher gesagt wurde, wir können uns nachher oder morgen dann auch unterhalten, ob dieser Begriff, was das meint, entschult wird zu einem Teil. Das heißt, ein Teil des Lernens spielt sich jetzt nicht mehr innerhalb der Schulgebäude ab. Und wenn wir uns selber überlegen, wo wir am meisten gelernt haben, dann ist es schon das uns prägt, ist es schon die Frage, waren es die Schulstunden? Das ist schon eine ernste Frage, die auch jeder Lehrer sich stellt, oder? Also ist das so wichtig eigentlich, jede Schulstunde? Wir finden natürlich an der Waldorfschule, klar, das sind natürlich viel bessere Stunden, als wir vielleicht erlebt haben, aber wir müssen da schon sehr, sehr ehrlich uns fragen, was da alles eigentlich abläuft. Wir haben eben in dieser Schlaufe der Evaluation dann auch ehemalige Schülerinnen und Schüler befragt. Und zwar nicht wir, sondern das ist eine wissenschaftliche Untersuchung gewesen von dieser regionalen Oberstufe. Und dann erinnere ich mich noch gut, wie einer gesagt hat, ja, es gab ja vieles auch an Problemen an der Schule. Das ist ja klar, es gibt ja in jeder Schule Probleme. Und das ist klar. Aber für mich war wichtig dieses übergeordnete Lernen, hat er es genannt. Also was ihm geblieben ist, ist das übergeordnete Lernen. Und fand ich ein interessanter Ausdruck, den er da geprägt hat. Also dass es so wie Schichten des Lernens gibt. Und dann hat dann dieser Befrager für diese Evaluation, das waren so Interviews dann, die gemacht wurden, die jetzt ja publiziert sind, hat, ja, was ist denn das übergeordnete Lernen? Eben nicht einfach das Wissen und das Pauken und so und das Ganze, sondern, und man höre und staune, die Dinge, die wir dachten, die sind eigentlich schlecht, dass wir nicht besser sind, oder? Dass man daraus lernt, das heißt es nicht, dass wir versuchen, möglichst schlecht zu sein in der Schule, aber ich habe dann doch das tröstlich gefunden, weil es ist so eine Evaluation für eine ganze Schule, stellen Sie sich vor, Sie evaluieren mit ehemaligen eine Schule, also dann ist man irgendwie als Lehrperson, ich kam mir vor, fast wie am jüngsten Tag, oder? Also so, also das sind ganze große Umfragen dann, oder? Was ist jetzt da abgelaufen, oder? Und man hat ja, es ist vergangen, aber es kommt dann einfach ein Echo zurück. Und ich finde das ganz wichtig, das stimmt wirklich. In der Wirtschaft sind diese Schlaufen viel stärker und viel schneller und auch diese, in einem gewissen Sinne, Veränderungsbereitschaft und Lernbereitschaft und auch nicht dieses Perfekt-Sein-Wollen, oder? Wir haben so ein Lehrersyndrom ein bisschen. Wir müssen immer vorgeben, besonders noch vielleicht an der Waldorfschule, wir sind möglichst gut und wir sind möglichst, also man muss ja, oder das. Aber ich habe festgestellt, seit ich da jetzt an der Regio-Oberstufe tätig bin, weil das war ziemlich chaotisch am Anfang und man stelle sich vor, wir haben jetzt ein Netzwerk mit etwa 300 Betrieben. Ja, das ist am Anfang, jetzt haben wir einen Profi, der nur Betriebsbetreuungen macht, also das ist, aber am Anfang haben wir das noch nebenbei auch gemacht, das ist klar, das war zum Teil etwas chaotisch. Etwas hat der gesagt und andere haben sich dann auch angeschlossen. Sie haben durch diesen Prozess des Chaos,
der Erneuerung, der Innovation, wo vieles nicht klappte, wo sie sahen, wie auch die Lehrkräfte an ihre Limite kamen, wo sie auch nicht weiter wussten, wo man rang, wie geht jetzt das überhaupt weiter, da haben sie ein übergeordnetes Lernen erlebt. Und das komme ihnen jetzt zugute, weil das Leben sei ja so. Also das Leben kommt ja nicht auf einem Serviertableau, sondern da kommen immer schwierige Situationen. Und wir sind jetzt mittlerweile, haben wir auch so kleine neue Mythen geschaffen, wie man das sich vorstellen kann. Einer wäre der Tunnelmythos, oder das heißt das Bild, man geht wie durch einen dunklen Tunnel, ist klar, es wird schwarz, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man fühlt sich in einer totalen Krise. Umkehren gilt nicht, weil es kommen andere nach. Es geht einfach, man muss vorwärts gehen. Also es ist ein Bild aus der Schweiz, haben wir ja viele Berge und Tunnels und wir sind ja gerade an einem Berg. Aber das ist so ein, das war so ein Lebensgefühl. Jetzt auch von mir persönlich gestehe ich, bei dieser ganzen Art, die Schule umzugestalten, wie ich das dann auch vorstellen werde konkret. Aber ich möchte Ihnen einfach ein bisschen dieses vielleicht auch jetzt Wertesystem jetzt von uns, wo wir da durch mussten und auch etwas Neues finden mussten, auch gerade in der Waldorfschule, wo wir vorher, ich dachte vorher, es muss einfach gut sein und schön sein und einfach stimmen oder so. Aber ich habe zu wenig das da einfach auch persönlich für mich einbezogen und andere Lehrkräfte auch. Und bis wir merken, es ist eigentlich gar nichts Falsches, wenn wir durch diesen Prozess gehen und dann eigentlich durch dieses Loch durch und dann aus einer inneren Überzeugung einfach weitermachen. Also es gibt ja noch andere Bilder, die kennen Sie ja mit den Fröschen oder die zwei Frösche, die die Milch plumpsen. Der kluge Frosch, oder der sagt, hat ja alles keinen Sinn, oder ich versaufe. Und der dumme Frosch, der hat gestrampelt und gestrampelt und gestrampelt, bis er auf der Butter war und wieder rausspringen konnte. Und so fanden wir auch oft, wir haben sogar einen Froschraum, also wir haben natürlich nicht so gesteilte Räume wie Sie hier, wir sind in einer Fabrik drin und da hat es so Dohlen, da hat es noch gegurgelt dann, wegen dem Grundwasser, unser Haus ist so auf Pfählen, also nicht gerade Ureinwohner, Sie müssen sich nicht übertrieben vorstellen. Also nein, schon normale Architektur, aber einfach ziemlich einfach, sage ich jetzt mal. Und dort war eben dieser Froschraum und das einfach so als Gefühl. Und das ist wirklich heute ein Lebensgefühl, das habe ich erst gelernt, eigentlich gerade in der Auseinandersetzung auch mit Leuten von der Wirtschaft, die sind zum Teil auch nicht so zimperlich, sage ich jetzt mal, wie wir halt manchmal sind, sondern das muss einfach weitergehen, auch an Sitzungen, manchmal bei uns, ja die Konferenz und so und ich fühle mich nicht so gut und einfach... Und dann einfach so Konferenzen mit so Leuten, da geht es einfach tak, tak, tak und da gibt es einfach gewisse Ziele und da gibt es auch gewisse Dinge, die man sich vorgenommen hat und man geht irgendwie durch. Also das ist so jetzt einfach mal so auch ein Lernprozess jetzt auch von mir und von anderen, die jetzt eben da involviert waren. Und dadurch konnten wir eigentlich die Jugendlichen auch noch anders verstehen, weil man hat ja manchmal das Gefühl, ja so junge Leute, die, ich meine, wir haben große Last der Verantwortung und so, aber wir haben es eigentlich easy, so als wenn man mal so Großvater ist, wird es easy auf eine gewisse Art, oder? Aber, also ein Eltern mit Teenagern, das ist schon schwieriger, oder? Aber dann Jugendlicher zu sein, ist nicht easy, das ist also harte Sache zum Teil, oder? Also es gibt nicht vergeblich, früher arbeite ich so in Jugendberatung, habe Jugendliche besucht in Gefängnissen und Fixer und weiß ich was. Einfach Jugendliche, die sehr große Probleme hatten, das waren natürlich dann Extremfälle, sage ich es mal, aber so viele Jugendliche gehen eigentlich durch Abgründe, ohne dass wir es ahnen, weil sie vielleicht das gar nicht so nach außen zeigen, oder? Und irgendwie dieses Innere mitfühlen können, okay, das ist ein Tunnel, das ist dunkel, aber wenn ihr durchhält, dann geht es wieder weiter, oder? Und dass sie einfach Erwachsene sehen, die sozusagen jetzt eben schon eine Persönlichkeit in dem Sinn entwickelt haben, die eben durchzieht, das suchen eigentlich Jugendliche. Und jetzt komme ich eben zu diesem Modell, das mittlerweile gar nicht mehr so radikal ist. Damals haben wir gesagt, darf man das überhaupt und so? Aber wen soll man da fragen? Oder wir haben gesagt, ja, wen darf man da? Was ist das für eine komische Frage? Also, das da
Also das wäre jetzt die Zweiteilung der Woche sozusagen. Aber das ist eigentlich auch eine Zweiteilung der Schule. Nämlich das, da sind die Schultage S. Und hier sind die Betriebstage W. Und da ist jetzt eben dieses Netzwerk von Betrieben. Und wir haben eben so ganz, wie soll ich sagen, das muss alles in Nacht- und Nebelarbeiten gemacht werden, diese Betriebe zu finden. Wir haben Eltern gehabt, die mitgemacht haben, Bekannte gehabt. Wir haben eigentlich festgestellt, in der Wirtschaft haben wir gesagt, endlich kommt aus der Waldorfschule jetzt mal ein bisschen neuer Wind, wir machen mit. Und die haben uns sehr bestärkt, da hat es geheißen, das Bundesamt dann von der Schweiz, der Berufsbildung und so weiter, die werden dann euch dann schon und so weiter. Auch die haben uns eigentlich bestärkt, solche Schritte zu machen. Das war einfach auch die Zeit, mittlerweile ist es in der Schweiz nicht mehr so aktuell, mit der Arbeitslosigkeit, wobei ich sage, es ist immer noch aktuell, aber es ist einfach kaschiert, Jugendarbeitslosigkeit, ein kriminelles Wort eigentlich schon, Jugendarbeitslos, wenn man sich das mal vorstellt. Das war in der Zeit, haben sie gesagt, von diesem Bereich, jawohl, mach das. Jetzt also, hier ist Montag, hier ist Dienstag, hier ist Mittwoch, sind die Schülerinnen und Schüler in der Schule. Und Donnerstag und Freitag und in Intensivwochen, das sind zweimal zwei Wochen im Normalfall, sind sie dann am Stück in einem Betrieb. Die Betriebe sind sie völlig frei zu wählen. Also das heißt, Jugendliche können irgendeinen Betrieb ihrer Wahl wählen. Also wir haben nicht sozusagen Modellbetriebe, wir haben nicht ein paar pädagogisierte Betriebe, sondern wir gehen davon aus, dass so, wie die Betriebe heute sind Lernorte. Dort lernt man ganz wichtige Dinge. Und dann, ich meine, man muss sich vorstellen, am Anfang haben wir so ulkige Diskussionen, ja, aber dann trinken sie ja vielleicht in der Pause Bier dort am Lernort und so weiter, oder? Also ich meine, wir sprechen hier von 17- und 18-Jährigen, die mündig sind, die bereits den Bundesrat wählen können mit 18. Also wenn jemand nicht mit der Frage umgehen kann, dann noch in einer Arbeitspause Bier oder nicht. Also einfach, wir haben jetzt einfach gesehen, das sind eigentlich keine realen Fragen, das waren Ängste, die wir vorher hatten. Das sind nicht Fragen, also sagen wir, die ganze Suchtproblematik und so weiter, die spielt sich nicht ab, weil die da sind, sondern das kommt eigentlich aus einer Lehre heraus. Oft, wenn man zu lange auch diese Glocke sozusagen über Jugendlichen hält. Ob das dann Staatsschule ist, durch die staatlich verordneten Prüfungen oder Waldorfschule, wenn die Glocke zu lang ist, dann gibt es manchmal einfach Abenteuerlust. Jetzt hier sind eben diese Wahlmöglichkeiten. Und das ist ein so breites Spektrum, dass wir haben jetzt eben eine Liste von etwa 300 Betrieben und aktiv im Moment sind 85. Für die 11. und 12. Klasse ist das. Das sind die Abschlussklassen nach der obligatorischen Schulzeit. Und die wählen dann eben einen Betrieb, machen dann einen Vertrag, einen richtigen Vertrag mit den Betrieben. Das ist also nicht Jobben. Das ist kein Jobben, sondern das ist, dass sie dort lernen, eigentlich nicht nur die Berufswelt kennenlernen, sondern auch etwas in diesem Berufsfeld lernen. Und es war spannend, die Ausbildung, diese Konferenzen, die wir hatten. Weil viele haben gesagt, wissen wir, diese ganzen Reglemente mit Lehrlingen und so weiter, das haben wir auch erwähnt. Die sind zum Teil so überaltert, wir sind einfach schon ein paar Meilen weiter vorne, müssen warten, bis die Reglemente nach sind, oder? Also wäre das doch was, wenn wir hier Ausbildungsformen mit einer Schule schaffen könnten, wo eben gerade on the job gelernt wird. Und dann müssen die auf diesen Verträgen die Ausbildungsziele bezeichnen. Also da gibt es eben diese Verträge, Ausbildungsziele und dann gibt es auch diese Schlüsselqualifikationen, die dann auch bewertet werden. Also diese Kernkompetenzen könnte man auch sagen. Also da gibt es auch dann Zeugnisse und unser Abschlusszeugnis, das setzt sich zusammen von der Schule, also das ist das Schulzeugnis, und hier Betriebszeugnis. Also es sind eigentlich diese Doppelqualifikationen, die wir dann ausweisen. Das heißt, Sie bekommen also nicht nur ein Arbeitszeugnis, sondern Sie bekommen im Abschlusszeugnis, das ist kurz gehalten,
diese Kernkompetenzen oder Schlüsselqualifikationen, die dann dort bezeichnet werden. Auf der einen Seite also Teamfähigkeit oder einfach was heute einfach in diesen Kernkompetenzen alles auch verstanden wird, wo wir sagen müssen, Kreativität oder auch die Arbeitshaltung, also die Haltungsfragen, die eben in den Betrieben gefordert werden und wo wir sagen können, das ist eigentlich das, wo wir auch Wert legen drauf, darauf steuert so quasi. Und wir haben am Anfang dann diese Dinge auch besprochen mit den Arbeitsämtern und mit dem Bundesamt, das nennt sich in der Schweiz Bundesamt für BBT, das ist Bundesamt für Beruf und Technologie. Und die haben dann zum Beispiel die Arbeitsbücher angeschaut. Und es müssen alle in dieser Stufe ein Arbeitsbuch ausführen. Also das geht jetzt wieder da auf diesen ganzen, bringen diesen gelben Punkt. Also dass dieser Persönlichkeitskern eigentlich sich hier findet durch neue Schicksalsbegegnungen, wo ich einfach als Lehrperson sagen muss, ich bin beschränkt. Also das heißt, den ganzen Tag, lieben langen Tag immer nur Lehrer anzusehen, möchte ich Ihnen auch nicht zumuten, oder? Also das ist einfach, ab einem gewissen Alter, ich werde es extrem fast unerträglich. Nur Lehrer zu sehen. Die sind einfach einseitig, das gehört zum Job. Also den ganzen Tag nur so Werte zu sehen oder nur Manager zu sehen, den ganzen Tag. Also man muss einfach als Jugendlicher verschiedenes erleben, oder? Und so jetzt auch dieser andere Jugendliche, der in der Schule eben genug hatte von der Schule, dann doch verschiedenes aufnahm, aber weil die Schule so groß ist, hat er auch sehr, sehr wichtige Arbeiten geleistet, auch in der Informatikbranche. Hat gesagt, wie wäre jetzt das, ich müsste vielleicht nach Spanien fliegen, hier geht das, oder? Weil wir haben dort einen Auftrag in Madrid. Dann, ja, wenn du wieder da bist am Montag, geht das, oder? Also das, dann Venezuela haben sie einen anderen Auftrag gehabt, das ist schon schwieriger, nach Venezuela zu gehen. Oder? Aber einfach, dass sie sehen, die Jugendlichen erleben plötzlich, sie werden gebraucht. Und zum Teil diese Defektfass in der Entwicklung der Persönlichkeit, wenn man sie zu stark zurückbindet, wenn sie zu wenig ihre Persönlichkeit in der Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal, in der Welt, erproben können, das ist manchmal einfach eine Schwierigkeit. Wir haben gerade bei sogenannten schwierigen Jugendlichen gesehen, dass genau diese auf dieses erweiterte Schulfeld, das eben die Betriebe einschloss, sehr, sehr gut ansprachen und wieder neu in die Schule zurückkamen, verändert. Es geht so weit, dass in dieser Untersuchung, dieser Evaluation von diesem Gesellschaft für Berufsentwicklung, einfach diese Gesellschaft von München, die das jetzt von außen untersucht hat, die haben festgestellt, und der Herr Prater hat das dann daran geschrieben, dass das duale System durch diese Art fast jetzt umgekehrt ist. Nämlich, man hat vorher gesagt, das duale System, also man hat da schulisch etwas und betrieblich etwas, da bedient sozusagen die Schule den Betrieb, man lernt in der Schule, dass man dann Betrieb, also das, was wir bei uns die Berufsschule nennt, dass das eben das duale System ist. Das ist eine Art fast Umkehrung zu denken, dass hier eigentlich das Duale hilft für die Persönlichkeitsentwicklung auch in der Schule. Also es ist nicht so Zulieferant für die Betriebe, sondern es ist diese Wechselwirkung eigentlich. Und dass dieses Duale eigentlich rückwirkend der Persönlichkeit hilft. Also das geht alles wieder unter dieses Bild. Sie erinnern sich, diese Umstülpung und jetzt eben die Begegnung mit der Welt, die jetzt aber in eine sinnvolle Tätigkeit reingeführt wird. Und das nennt man ja in der anthroposophischen Pädagogik, ist das so ein Kernbegriff, das Interesse für die Welt. Das wäre so ein Wert, eigentlich eine Haltung, Interesse für die Welt, um nicht zu sagen, dann letztlich eine Liebe für die Welt. Das Interesse ist, sagen wir, ein sachlicher Begriff als Beziehung oder Liebe zu finden. Und dass eigentlich dieses Interesse pädagogisch begleitet werden kann. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Wir haben einige, die also Radiosendungen machen im Schweizer Radio. DRS haben wir Leute. Wir haben Leute, die in der Werbung arbeiten. Also wir haben dann
ganze so Plakatprospekte, die sie professionell ausarbeiten. Wir haben dann Plakate für die Schule machen lassen. Und das, denke ich, ist eines der wichtigsten Werte, die wir heute brauchen. Ich würde sagen, ist das Mitgefühl. Schaut jetzt das hier hin. Das ist ein echtes Problem. Das kann man dann später eben nicht einfordern, auch in allen guten Zielen der Wirtschaft, wenn da nicht was angelegt ist, auch in der Schule. Die größte Zeitschrift der Schweiz, Beobachter, habe ich vielleicht schon gehört, war da kürzlich jeder nur für sich, soziales Engagement, Solidarität schwinden, immer mehr Schweizer sind auf dem Ego-Trip. Und die haben einfach große Probleme, man stellt sich ja vor, die Schweiz, Malinero, das Kreuz und so weiter, also das sieht man in der Schweiz haben, oder? Mittlerweile ist das Rad angekratzt, ist da mit dem Marken und so weiter. Aber die stellen sich jetzt da, die haben eine Untersuchung gemacht und stellen das dar, dass es ein Riesenproblem ist, dass eigentlich dieses Engagement, dieses soziale Engagement, gerade bei Jugendlichen einfach sehr, sehr schwierig ist, bis nicht da, weil einfach jeder boxt sich selber durch. Man muss einfach sich selber durchboxen. Was will ich damit sagen in Bezug zur Schule? Ich bin der Überzeugung, dass die Schule selber als eines ihrer Hauptziele eigentlich des übergeordneten Lernens überhaupt die Entwicklung eines Mitgefühls und das Mitgefühl sozusagen einschließen soll in der Pädagogik. Das findet man nicht im theoretischen Unterricht und mit hellerer Folie, schau mal diese Tiere leiden und schau mal in der dritten Welt ist das oder jenes, sondern das sind wirklich Realbegegnungen. Durch Realbegegnungen, dass die Schule sich erweitert, dass sie einschließt Menschen, die in ernsten Verantwortung stehen, dass dadurch etwas angeregt wird für die Menschen, dass nachher eigentlich die ganze, sage ich jetzt mal, Theorie dazu ganz anders lernt, wenn er da diese Begegnungen hatte. Also so viel jetzt vielleicht zu diesem Modell. Aber wie gesagt, ich wollte ja nicht da speziell nur ein Modell vorstellen. Ich würde zum Schluss kommen und würde eigentlich einen Ausblick geben auf Möglichkeiten, die in anderen Schulen auch geben. Also es gibt zum Beispiel, das ist eine staatliche Schule, die ich sehr interessant finde, die begann auch in 92, die heißt Stadt als Schule Berlin. Die haben kurzerhand die ganze Stadt als Schule erklärt, also es ist ein staatliches Schulmodell gefördert und die ganze Stadt ist eine Schule und das schulische Lernen spielt sich eben in diesen verschiedenen Arbeitsorten ab und die entwickeln dort auch Projekte mit den Schülerinnen und Schülern an diesen Arbeitsorten, die sagen, sie haben mittlerweile 800 solche Betriebe, die sie dort führen. Dann gibt es zum Beispiel Perpetuum Novine. Das sind jetzt alles Projekte, die wir in unserem internationalen Forschungsprojekt der pädagogischen Sektion etwas begleiten und auch die Feedbacks und so weiter. Das ist eine ganz interessante Sache, dass nämlich hier Schule und Unternehmen zusammen Projekte entwickeln. Aber jetzt nicht nur kleine Projektchen, so zwei Wochen mal erwähnt, das ist ja auch mal ein Projekt, sondern ich lese das Programm vor von dieser Tagung. Da ist zum Beispiel Zukunftstechnologien erfahren, das ist mit so Solarmobile bauen, also mit Schulklassen, also die ganze Energiefrage, Energieprojekte, Umweltschutz und freie Marktwirtschaft, wir erfahren es auch Schule, wieder ein anderes Projekt. Das sind einfach Profis, die da mit Schulklassen zusammenarbeiten. Dann gibt es ein Projekt, wo in Altersheim, das heißt generationenübergreifendes Wohnen, eine Brücke zwischen alten und jungen Menschen. Dann gibt es ein Projekt Internet in New Economy, das sind auch mit Klassen, mit interessierten Klassen, wo dann eben Leute von dieser, ich kenne diese Firma nicht, dort mit denen Projekte aufziehen. Dann gibt es noch andere Projekte, die in dieser Art zusammenarbeiten. Also das ist jetzt
Ein anderes Modell, würde ich sagen, das ist sehr projektbezogen, aber eben nicht ein Projektli, wie man so in der Schweiz sagt, sondern das sind dann wirklich Projekte mit Profis. Und das ist ja auch, was Neil Postman gesagt hat, in seinem Buch, die Jugendlichen haben so viele Aufgabenmöglichkeiten, eigentlich in der Gemeinde, im Umfeld oder sogar in der Forschung. Der Geschäftsführer Ivan Rüdiger geht so weit bei Perpetuum Mobile, er sagt, wie oft hat die Wirtschaft gar nicht mehr diese freien Forschungsmöglichkeiten. Zum Beispiel haben sie jetzt diese Demeter-Hühnerzucht. Das ist vielleicht nicht für Sie das vorbildliche Forschungsprojekt, aber trotzdem, Demeter-Hühner, wie werden die gezüchtet? Die sagen, die Bauern haben oft diese Möglichkeiten gar nicht mehr, das richtig zu erforschen, diese ganzen Zuchtvorgänge und so weiter, dass das ein langjähriges Projekt ist, das sie mit einer Klasse machen. Also wäre wieder etwas anderes. Dann gibt es schon im Bereich der Unterstufe, gibt es zum Beispiel die Winterader Talschule, heißt die, in der Unterstufe, die gehen jeden Tag oder jeden anderen Tag, gehen sie mit den Kindern auf die umliegenden Bauernhöfe und haben dort ein Arbeitsprojekt, altersgemäß. Das sind im Ruhrgebiet und sagen, das sind einfach Verhältnisse zur Arbeit, wie sie halt oft im Ruhrgebiet mehr den, sagen wir anfänglich, leidenden Aspekt erleben der Arbeit, dass sie andere Arbeitsformen am eigenen Leib erfahren. Also gibt es sehr viele Projekte, das sind jetzt nur drei, aber es ist wirklich so, dass eine Aufbruchstimmung eigentlich ist, ja auch in der Waldorfschulbewegung, dass man eben neue Dinge probiert, und so komme ich jetzt zum Schluss, und wie hat mein Vorredner gesagt, der Wille zur Transformation. Also ich möchte eigentlich mit dem aufhören, nämlich, es heißt ja Mut zu neuen Konzepten. Und dass sie auch am Ort, wo immer das sie sind, man kann ja sofort etwas Innovatives in Gang setzen. Das heißt nicht, dass alle applaudieren. Wenn sie warten, bis alle nicken, das ist nicht mal im Grab dann so. Es gibt nie, wo alle nicken, das kann man einfach vergessen. So, es braucht eine innere Überzeugung. Sie kommen zu einer inneren Überzeugung. Und diese innere Überzeugung, der bleiben Sie treu, und dann müssen Sie managen, dann müssen Sie mit Managern zusammenarbeiten, macht man eigentlich ein gutes Management, dass man das umsetzen kann. Gute Ideen hat ja heute fast jeder, aber wie setzt man die um, ist heute die große Frage. Also wie geht die Umsetzung? Und das ist eigentlich das, dass ich denke, dass ich habe jetzt nichts erzählt, zum Beispiel über das internationale Lernen, über den Schulaustausch, ich möchte nur das noch mit drei Jugendlichen, das muss ich noch erwähnen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Aus Dänemark, staatlich gefördert. 2 Jahre können Jugendliche über 10 ab 10 können irgendwo in der Welt können sie 2 Jahre mitarbeiten in einem Projekt. Wir haben bei uns an der Schule 2 Dänen gehabt, waren die einzigen, die die Schule bezahlt bekamen in der Schweiz, von Dänemark, überwiesen oder das Geld. Weil die einfach gesagt haben, das ist freie Jugendbildung, wir können nicht nur von Globalisierung reden und wir müssen da weltweit und so. Also wir machen ernst damit, das ist also in Dänemark, wir machen ernst damit und es muss einfach eine Lehrperson das begleiten, es ist Jürgen Flumer hat das gemacht und andere Waldorflehrer haben da das Projekt, eine 50%-Stelle, um diese Jugendlichen zu begleiten, die bis nach Ägypten dann Segen fahren und nach Indien und eben in die Schweiz oder wo immer das sie hin wollten. Also das ist quasi noch eine Steigerung von dieser Weltbegegnung. Und ich sehe es einfach so, mit dem möchte ich jetzt eigentlich schließen. Es ist ja okay, wenn man konservativ ist. Ist ja okay, oder? Also das heißt, ich sehe das so wie das ist so wie das Standbein. Also so viele schöne Sachen, wie jetzt diese Schule hat, wie unsere Schule hat und so, es wird ja niemand auf die irrwitzige Idee kommen und sagen, wir müssen das einfach abbrechen, wir gehen jetzt alle raus nach Wien, und diese Schule gibt es nicht mehr in der Schule. Das wird ja niemand sagen, oder vielleicht wenige. Aber dass man dieses Standbein ist nur ein Bein, das muss stehen, das muss konservativ stehen und man muss das pflegen. Das ist nur ein Bein. Das andere, das Spielbein, das muss wirklich einfach neue Felder, also das muss neue Felder begehen. Sonst sind wir in der ulkigen Situation, dass die innovative, entwicklungsfreudige Waldorfschulbewegung sich sozusagen selber
wie soll ich sagen, selber verzündet, neue Schritte zu gehen, weil wir meinen, nur weil es eine Wahlschule ist, ist es schon innovativ. Also es ist vieles, es ist innovativ, aber es ist einfach so, vieles steht auch. Und die neuen Schritte, die sind vielleicht ganz neu. Die hat aber Steinrich nie gesagt. Und das sind nur die Leute, die jetzt leben, nur an Ort eigentlich. Und das ist eben der Wille zur Transformation, würde ich das nennen.